Grüß euch. Steuern, 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 Zahlen, 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 Zahlen. Alle Zahlen Steuern. Fast alle Zahlen Steuern. Reden wir über Steuern. Steuern ist nichts Schlechtes. Weil mit Steuern zahlen wir alle zusammen in eine gemeinsame Kasse für unsere gemeinsamen Ausgaben. Super Idee. Die Frage ist nur, wenn man so ein gemeinsames Konto hat für gemeinsame Ausgaben, ob das Konto im Plus oder im Minus ist. Und jeder von euch, der ein bisschen erfahren ist mit Konto und so, der weiß, dass wenn das Konto ins Minus geht, dass das richtig teuer werden kann. Das zum Beispiel sind unsere Staatsschulden. So schauen Staatsschulden aus. Österreichs Staatsschulden. Aber wir sind nicht da mit den Schulden, wir sind auch nicht da, sondern wir sind da, wo es eigentlich schon fast aus ist. Da habe ich angefangen. Im Jahr 1970 hat Österreich so viel Schulden gehabt, dass auf jeden Österreicher 456 Euro entfallen sind. Ich bin sozusagen mit 456 Euro Schulden auf die Welt gekommen, wenn man so will. Bei 4 Leuten im Haushalt waren das 1824 Euro gewesen und der das Geld verdient hat, hat für diese 1824 Euro über seine Steuern für die 4 Leute die Zinsen zurückgezahlt für die Staatsschulden. Kurz darauf, im Jahr 1996, war die Staatsschuld pro Österreicher nicht mehr 456 Euro, sondern 15.000 Euro. Bei 4 Leuten hat jetzt der das Geld verdient hat, oder die, die das Geld verdienen haben müssen, die Zinsen für über 60.000 Euro über ihre Steuern zurückzahlen müssen. Heute hat jeder Österreicher, es ist wieder mehr, genau, 27.000 Euro oder schon viel mehr Schulden. Bei 4 Leuten im Haushalt waren das die Zinsen für 108.000 Euro, die sie über die Steuern zurückzahlen müssen. Und da braucht man sich nicht wundern, warum es immer neue Steuern gibt, warum es immer kreativere Namen für Steuern gibt. Keine Ahnung, wie zum Beispiel Luftsteuer, Vergnügungssteuer, Fußbodensteuer, Hundesteuer. Egal. Was für eine Steuer, das sie uns verkaufen als neue Einnahmequelle? Reichensteuer, Leichensteuer, Todessteuer. Es ist völlig wurscht. Solange die Zinsen auf unsere Staatsschulden immer teurer werden, müssen wir logischerweise entweder die Steuern erhöhen oder neue Staatsschulden machen. Oder am besten, dann fällt es nicht so auf, beides gleichzeitig. Und da schauen wir gerade zu. Liebe Leute, solange wir Zinsen auf unserem Geld haben, kann sie und wird sie das nicht ändern.